Vielleicht war es jetzt die falsche Entscheidung. Beutel im Salz. Beutel im mit Salz. Erscheinung abwehrender Talisman. Und ein Brautkranz aus hellen, zarten Blumen, die einen angenehmen Duft verströmen. Questgegenstand. Ein Questgegenstand? Welche Quest könnte das denn sein? Dass ich... Wofür bräuchte ich den denn? Hätte ich ja sowieso irgendwie an den drankommen müssen, ne? Eine Hütte. Hätte ich wahrscheinlich diese Hütte hier gekriegt, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich wäre jetzt interessiert daran, was wäre passiert, hätte ich die Hütte gewollt. Wie wäre das wirklich die Hütte gewesen? So, haben wir die Verschlinge, haben wir jetzt auch. What? Was war das jetzt? Holy shit. Alter, das kam noch nie vor. Da hab ich mich erschrocken. Ich dachte, jetzt käme irgendwie wieder so eine Bestie oder irgendwie sowas, ne? So eine gewaltige. Holy moly. Auf einmal kommt da so ein richtig... Okay. Ist aber nicht... Passiert aber nichts, ne? Easy going. Ja. Wir müssen zur Hexe, müssten wir. Ups. Wollte ich nicht. Das mit den 1000 Füßlern, die sind schwer zu besiegen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Müssen wir sowieso am Tage machen und nicht in der Nacht. Ich würde sagen, das hat Zeit. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir nochmal hier hinkommen sollten, werden, würden, möchte. Natürlich könnten wir jetzt hier noch Feuer benutzen, aber ehrlich. Ich interessiere mich gerade mehr für die Geschichte mit Dagon. Dagon oder Dagon? Also die Musik ist gerade echt komisch. Wir könnten, bevor wir jetzt zum Schwarzwaldsee da rüber schippern, könnten wir nochmal einmal mit dem Schmied sprechen. Vielleicht hat er ja den Spiegel schon repariert. Was wollt ihr? Habt ihr diese Anzeige ausgehängt? Bezüglich der Verschlingerzähne? Ich brauche 10 für einen Liebestrank. Hier sind sie. Danke. Raunert Owens. Liebestrank. Alles klar.
Verschlinger. Verschlinger. Ja. Liebestrank, Verschlinger. Ja, alles klar. Schmied noch einmal. Einmal noch zum Schmied. Vielleicht kriegen wir jemanden später nochmal. Können wir ja nochmal auswählen. Dann nehmen wir die Hütte. Schreibt es gerne in die Kommentare, was hättet ihr denn gerne gesehen? Hütte. Vampirbuch, was ich glaube ich als schlechteste Variante nehmen würde. Oder das ist halt die Kette, die wir jetzt gekriegt haben. Bloß den Beutel mit Salz. Was halt auch Erscheinungen. Was Erscheinungen? Erscheinung abwehrender Talisman, ja. Also wir treffen auf keine Erscheinungen mehr. Da hat doch auch was, ne? Ja? Ist mein Spiegel fertig? Wie neu. Also, 100 Orens? Hier. Perfekt. Wir finden uns heraus schon, ob der Spiegel funktioniert. Schon geil, die haben hier zwei Betten, ne? Wohnen aber zu dritt hier. Immer einmal bei Alinas Haus reingehen. Aber alles an Julian verkaufen. Schön, dass hier alles noch leuchtet und brennt. Ja, jetzt müssen wir theoretisch gesehen, entweder warten wir jetzt wirklich auf den Tag oder schlafen halt ein bisschen. Oder wir schippern jetzt endlich mal rüber. Weil eigentlich, das wollte ich eigentlich heute, war eigentlich mein Ziel noch. Dagon hieß er. Oder ich mache das halt nochmal mit der Mittagserscheinung und gucke nach dem Riesentausendfüßler. Weiter und 315 Euro läuft bei uns. Ein Lagerfeuer brennt wahrscheinlich nicht mehr da, ne? Weißt du was, wir werden das im nächsten Stream machen. Wir machen in diesem Stream noch mit den Mittagserscheinungen bzw. Mittagsbraut mit dem Spiegel. Vielleicht auch die Riesentausendfüßler. Je nachdem, vielleicht kommt die Nachterscheinung auch noch dran. Weil Selina müssen wir ja auch irgendwie befreien. Oder erlösen. Vielleicht kriegen wir Selina erlöst, wenn Alina erlöst ist. Oh Lord, Junge, ey. Jag mir keinen Schrecken ein. Diese komischen Affen-Kindertypen. Keine Ahnung. Die sehen auf jeden Fall komisch aus. Nicht. Oh, mein Feuer brennt noch. Mein Feuer brennt noch. Heißt, ich habe Feuersteine, habe ich 9 Stück. Schaue ich gleich mal nach, ob ich, wenn es brennt, trotzdem noch 9 habe. Und wir haben neue Talente. Lohnt also.
Sprich, neue Talente, was machen wir? Machen wir mal Stahlschwert? Oder bleiben wir beim Silberschwert? Schneller Stahl könnten wir mal machen, ne? Noch eigentlich mal Winkel 270 Grad, Zeichenintensität plus 50%, bewirkt in Niederschlag, erfordert Lehrling, erfordert Silbertalent. Oh je. Zeichnen ist, glaube ich, auch wichtig. Nehmen wir. Säureresistent wäre natürlich auch noch schön. Das ist jetzt der Schutz. Das ist, Schüler. Bewirkt Angst. Nehmen wir das. Wir werden noch ein paar Punkte dazu kriegen. Ach, ich hätte direkt bis zum Tag meditieren können. Immer noch 9 Feuersteine, also ist das super. Bis zum Mittag natürlich. Wegen Mittagsbrut. Dann suchen wir mal nach Alina. Müsste ja eigentlich. Ja. Habe ich mir gedacht, müsste eigentlich da oben drauf sein, ne? Also. Folgt der Mittagserscheinung. Kommt mit mir. Alina, seht in den Spiegel. Alina? Seht genau hin. Es ist so romantisch. Ich bin Alina. Ich muss mich sputen. Ich werde bald heiraten. Alina. Ihr seid tot. Warum sagt ihr das? Ich fühle mich prächtig, auch wenn mir etwas kalt ist. Seltsam. Dabei ist es ungemein heiß. Ich muss Himbeeren für meinen Liebsten sammeln. Warum wollte Alinas Seele nicht gehen? Ich spüre, dass sie jetzt glücklich ist, denn sie denkt an ihre Hochzeit. Sie weiß noch nicht, dass sie ein Gespenst ist. Vielleicht reicht der Spiegel Nehalenjas nicht aus, den Fluch zu brechen. Ich hörte einst die Geschichte einer Mittagserscheinung, die keinen Nilfgaarder heiraten wollte. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie endete. Eine Legende, sagst du. Vielleicht sollte ich einen Volkskundler fragen. Ich versprach Julian, seine Liebste zu befreien. Geralt, liebt ihr jemanden? Ich weiß nicht recht. Das ist traurig. Ihr solltet euch verlieben. Ja. Muss weiter nach einer Lösung finden, um Alinas Gespenst Frieden einzukehren. Ja. Ist natürlich blöd. Ein Volksrittersporn könnte helfen. Oder der Schankwirt. Und wer hat noch Geschichten? Der Dorfprobst hat bestimmt auch eine Geschichte auf Lager. Diese Musik, ey, was ist das los? Unglaublich. Was geht los da rein? Die ist vergiftet. Sah so aus. Wer greift mich jetzt an? Die Mittagserscheinung. Lol.
viel zu spät reagiert. So. Wo habe ich denn die Riesentausendfüßler nochmal gefunden? Gehabt. Kleinen Bauernhof irgendwo, ne? Das war doch beim kleinen Bauernhof, glaube ich. Oder war das zwischen See und zwischen Felder und Dorf? Weiß nicht mehr, wo ich die her habe. Musik wirkt auf jeden Fall bedrohlich. Nee, hier war es nicht. Da lief irgendwas, ey. War wahrscheinlich wieder so ein Affe oder so. Oh Mann, wo haben wir das? Oh, haben wir die denn erledigt gehabt? War nicht auf den Feldern, oder? Bin verwirrt.